Okay, willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2. Ich habe jetzt nochmal das Level angeschaut und den Fehler herausgefunden. Ich hoffe, jetzt klappt es. Und der war eng. Es war nicht hier irgendwo im Level selbst, es war eine Bonusrunde. Ganz klar eine Bonusrunde. So, Ton abstellen hier. Dann auch Zilla und fahren. Jemand hat hier wirklich sehr gut gearbeitet, damit man bloß nicht an diesen Edelstein kommt. Aber okay, egal. Bin halt gerne nochmal. Ah, verdammt. Soll ich gleich nochmal neu starten? Nein, warum? Ich möchte das nicht so. Doch habe ich ja keine Chance mehr, um den Edelstein zu kriegen. Ah. Dieses Level ist böse. Es wurde von welcher Entwickler dran war. Und wir kein Sadist. So. Egal. Solche Tricks gibt es in fast jedem Crash Bandicoot. Im ersten. Noch am meisten irgendwie. Nein, im ersten weniger. Am meisten im 2. Im 3 gibt es auch noch. Diverse. Witzbolde. 4. Nur noch wenig. Was für Insanity angeht, ist es sowieso dann das ganze Ereignis. Nur so viel, ich habe die Kiste in der Bonusrunde verloren. Ich zeige euch dann noch wo. Man muss sagen, es ist ein relativ banaler Fehler. Den sieht man nicht unbedingt gleich sofort auf den ersten Blick. So, Glück gehabt. Danke dir. Okay, jetzt kann ich euch dann den Grund meines Versagens zeigen. Oh. Macht's mir nicht selber gefährlich. Okay, schau gut her. Da war der Fehler. Jetzt habe ich eine Kiste mehr. Der 23. Ein wurde vergessen. Klar. Zum Glück kenne ich die Zahlen so langsam. 31. So. Jetzt sind wir auf dem korrekten Weg. Jetzt schaffen wir es, das bin ich mir sicher. Das war jetzt eh schon wirklich gemein. So wie bei Terminator auch. Terminator. Unbearable heißt es leider. Ich erinnere mich irgendwie an Flash.
kann mir alle Zeit die Welt lassen. So. Geheimgang. Den man fast nur mit der Unbesiegbarkeit wenden kann. Sind wir schon bei 30 Leben. So. Und auf geht's! Schnell, 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 schnell! Bremsen. Bloß keine Risiken eingehen. Wenn der kein Risiken eingehe. So. 94 Kisten. Die jetzt nehmen, sind es 95. Ja. Korrekt. Naja, das war der einzige Schönheitsfehler. Aber ich bin nicht der Einzige, der schon in diese reingekracht ist. So. Diesmal machen wir keinen Fehler. Wir gehen wirklich weit weg. So. Das konnte auch nichts mehr passieren. Ah, da ist der Checkpoint. Wie ich mich freue, den Checkpoint zu sehen. So, irgendwie ist auch weg. Und damit müsste ich jetzt nur noch jede Kiste nehmen. Okay, Igel. Warten wir. So. Unnötig. Aber es schafft es ja sowieso nicht mehr. Solange ich jede Kiste nehme und 24 sind es im Moment. Die einfach sich in Rauch auflösen. So. Diese Kiste muss man auch nehmen. Das ist wichtig. So. Bauchplatscher! Pow! Oder auch nicht. Ja.
Bist du blöd? Du hast mir war einfach ein Fail von mir. So. Und drauf. Wieder ein Fail. Also kaum habe ich es geschafft, kann ich nichts mehr. Das glaube ich ja nicht. Boah! Das war so klar. Das war so klar. Also, da bin ich selber schon ganz klar. Und wieder knapp vorbei. 39. Schon mal gut. Weg mit dir. Das will niemand sehen. Und 42. Oh. Okay, ich darf nicht zu lange überlegen. Das muss jetzt reichen. Sonst frisse ich einen Besen. Da haben wir ihn, das schöne Stück. So, noch ein Level, das ist hier nicht drauf. Das ist im geheimen Versteck. Cold Hard Crash komplettiert. Nur noch ein Level. Das muss gefeiert werden, zwar mit dem Speichern. Zufälligerweise, durch das Anschauen von Videos weiß ich auch, wie man zum letzten Edelstein kommt. Und da muss man über Hanging Out und da zu diesem Level kommen. Hehe. Nein. Scheiße. Maske? Okay. Wieder von Mitleid mit mir. Erster Checkpoint. Was mache ich da?
Oh fuck. Hab ich Glück gehabt. Trotzdem irgendwie. Schau. Soll ich ruhig bin, ich muss mich einfach konzentrieren. Konzentrieren kann mich am besten, wenn ich einfach ganz ruhig bin. Hab Glück gehabt. Okay. Hier geht's auch nicht weiter. Und hinten. So. Hier runter. Extrem aufpassen. Das ist extrem schnell. Yes! So. Oh!